Hey meine Freunde und heute wieder herzlich willkommen bei uns auf dem Radioactive Server. Neues Video, alles über die Adler. Ihr seht jetzt einmal rechts eingeblendet, wo ihr sie bei uns finden könnt. Wichtiger Bestandteil des Videos wieder der Sperm Whale Killer für die 30% Taming Affinity Boost, da wir wieder 30er Tiere haben. Und wir fangen direkt an. Ja, hier einmal der Golden Eagle für euch zu sehen. Ja, der findet für euch Player im PvP, beziehungsweise wenn sie sich in der Nähe befinden, wird es euch angezeigt. Und der Bald Eagle, der findet für euch Tiere Level 30 bis 35 an Land oder auch im Wasser, sprich super für die Rare-Suche. Ich würde sagen, wir gucken uns das einmal an, wie das aussieht. Wir fangen hier mit dem Golden Eagle an. Es sind an sich passive Tiere, sie greifen euch halt nicht an. Ja, er fängt an zu schreien und ihr bekommt so ein Symbol. Ihr seht es unten rechts mit dem Pfeil, wenn ein gegnerischer Spieler bei euch in der Nähe ist, dass ihr da quasi gewarnt seid. Ähnlich beim Bald Eagle. Beim Bald Eagle bekommt ihr auch, ihr seht es unten rechts, das Symbol. Der ist ebenfalls ein passives Tier, allerdings seltener als der Golden Eagle. Die teilen sich einen Spawn und beide Tiere fangen dann auch noch an zu schreien, wenn ihr was in der Nähe habt. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen ein Spyglass, um das Tier ein bisschen low zu kloppen, Bolas, ein Käfig und halt die Sachen zum Essen, sprich Rodent, Prime Meat oder Regenwürmer. Ebenfalls skillen müssen wir das verbesserte 10, beziehungsweise solltet ihr, und das Taming Tier 4, da es sich um ein Tier 4 handelt. Ja, Rodent 36,3%, Würmer 31,7% und Primate 17%. Die Werte, da habe ich natürlich wieder von einem 30er Tier genommen, können also variieren. Ja, ich habe hier, ihr seht es im Hintergrund, schon mal ein bisschen angefangen, ein zu tamen. Sprich, ihr braucht an sich eine Bola und drei Rodents für einen 30er, ist gar kein Problem. Die sind wirklich einfach zu tamen, wenn ihr sie einmal im Käfig habt, und sie bringen euch einen massiven Vorteil anderen Spielern gegenüber. Im PvP beim Spieler suchen oder halt auch bei der Rare-Suche oder wenn ihr einfach hohe Tiere sucht. Sprich, wollt ihr wirklich, wirklich gut ausgestattet sein für alle möglichen Situationen, empfehle ich euch, die Eagle dabei zu haben, weil ihr einfach anderen Spielern wirklich einen großen Vorteil gegenüber habt. Das war's an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch die Eagle ein bisschen schmackhaft machen. An der Stelle gibt es sonst nicht mehr wirklich viel zu sagen. Bleibt gesund und bis zu meinem nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns auf dem Radioactive Server. Ciao, ciao.